Winterliche Waldlandschaft, schneebedeckte Tannenwipfel, Zeit für die letzte Ernte des Jahres. Es ist Weihnachtsbaumsaison. Traditionell wird im Revier Bornkrug, organisiert von der Lübzer Brauerei, in Zusammenarbeit mit dem Forstamt zum Tannenbaumschlagen geladen. Ein Ereignis für die ganze Familie und eine Auswahl, die wohl überlegt sein will. Schließlich ist so ein Weihnachtsbaum der zentrale Anlaufpunkt zum Fest. Um ihn herum versammelt sich die Familie, seine Äste überspannen die Geschenke, sein Grün stellt die Kulisse für Gesänge und Gedichte. Auch Landwirtschaftsminister Till Backhaus wählt hier gemeinsam mit der Familie die Tanne zum Feste aus. Nicht nur in Bornkrug, überall im Land organisieren die Forstämter dieser Tage Weihnachtsbaumaktionen. Sie laden die Menschen ein, sich in den Beständen selbst auf die Suche nach dem perfekten Baum zu machen. Allein in Bornkrug sind es fast 8000 Bäume auf einer Fläche von 3,5 Hektar. Bio-Weihnachtsbäume, emporgewachsen ohne Einsatz von Dünger oder Pestiziden. Ja, ich habe, als ich Minister wurde, im Übrigen damit ja wieder begonnen. Früher hat man gedacht, macht alles die Wirtschaft. Und dann hat man ja zur Kenntnis genommen, die Weihnachtsbäume kommen, was weiß ich woher, antransportiert. Und ich finde es gut, dass unsere 29 Forstämter, die wir haben, alle natürlich Weihnachtsbäume anbieten. Aber nicht nur Weihnachtsbäume, sondern auch Wild vom Förster oder auch die Produkte, die wir sonst so haben. Auch heute scheint das Interesse am natürlichen Grün groß zu sein. Dabei ging der Trend einst in die andere Richtung. Plastikbäume waren eine Zeit lang im Kommen. In den vergangenen Jahren erleben die Förster eine Trendumkehr. Die Leute gehen wieder zum Naturbaum. Das Schöne daran ist, sie wollen nicht alle nur eine Nordmanntanne, sondern nehmen auch Blaufichte, Fichte, manche Leute sogar eine Kiefer. Also der Kunstbaum, würde ich sagen, ja, es hat nachgelassen mit dem Kunstbaum. Also die Leute kaufen wieder richtig natürliche Bäume. Schließlich hat der natürlich gewachsene Baum ein echtes Alleinstellungsmerkmal. Jeder ist ein Unikat, keiner gleich dem anderen. Das macht die Auswahl allerdings nicht einfacher. Nach gründlicher Begutachtung des Terrains hat auch Familie Backhaus eine Entscheidung gefällt. Dieser Baum soll Weihnachten den Festschmuck tragen. Ja, bei uns ist er, der Baum soll ein bisschen Fülle haben, er soll einigermaßen symmetrisch gewachsen sein, er soll möglichst viele Äste haben und er soll vor allem gesund sein. Ja, und ich glaube, wir sind sehr fündig geworden und unser Forstamt hat hier eine tolle Arbeit geleistet. Nun waren ja auch die letzten 3 Jahre etwas runtergefahren, Corona-bedingt, aber die Bäume sehen toll aus, sind in einem sehr, sehr guten Zustand und es ist ein heimisches Produkt, das für mich entscheidend. Wenn die Tage kürzer und kälter werden, sehnen wir uns daheim nach Wärme und Gemütlichkeit. Die Natur, die wir uns mit dem Baum ins Haus holen, erinnert uns daran, dass der Winter endlich ist und der Jahreslauf schon bald von neuem beginnt.